Endloses Sumpfland, ohne Tageslicht. Verseuchte Gewässer mit tödlichen Fischen. Kreaturen, die den Tod in sich tragen und nur auf ihre Beute warten. In dieser Welt gibt es kaum Hoffnung. In dieser Welt wartet der Tod auf uns. Willkommen in den Betweenlands. Tag 1 in den Betweenlands. Willkommen in der Wildnis. Oha, wo sind wir hier gelandet? Holy moly, guckt euch mal an, wie dunkel das hier ist. Warte mal, sind das hier ein paar Pilze? Oh ja, die Pilze nehme ich erstmal mit. Die kann man doch bestimmt essen. Boah, ist das creepy. Nachdem ich mich etwas in der Welt umgeschaut habe, bin ich dann natürlich erstmal auf Nahrungssuche gegangen und habe erstmal viele merkwürdige Kreaturen gesehen. Und diese Kreaturen haben mich dann auch sofort angegriffen. Ich bin natürlich sofort in die andere Richtung gelaufen, weil ich keine Waffen hatte und keine Ausrüstung hatte und es mir einfach zu gefährlich war. Ein Glück konnte ich vom naheliegenden Riesenbaum etwas Holz farmen und mir meine erste Ausrüstung bauen. Oh, schaut euch das an. Der wartet schon da hinten. Das komische Vieh wartet schon da hinten. Uiuiui, warte mal. Ja, das klappt. Ich kann mir eine normale Workbench bauen. Perfekt. Perfekt. Nachdem ich mir die ersten Holztools gebaut habe, dachte ich mir, wir müssen dieses Vieh besiegen, bevor es uns als erstes besiegt. Deshalb habe ich es natürlich sofort angegriffen. Und es war gar nicht so schwer zu besiegen, da es im Wasser anscheinend irgendeinen Nachteil hatte. Es hat dann auch Slimy Bones gedroppt und ich habe gesehen, daraus konnte ich mir dann später eine Ausrüstung bauen. Ich bin dann weitergezogen und habe mir dann den nächsten Baum abgebaut, der sehr merkwürdig aussah. Als ich dann an meinem Crafting-Table etwas craften wollte, wurde ich dann von etwas Giftigem angegriffen. Anscheinend hat mich hier irgendwie so ein Giftfrosch angesprungen oder sowas. Deshalb dachte ich mir, okay, bevor wir hier besiegt werden, brauchen wir natürlich erstmal ein Schild. Und aus diesem eben gerade gefällten Baum konnte ich mir dann auch einen Snack craften, der nicht viel Hunger geheilt hat, aber wenigstens etwas. Kurz darauf habe ich es gewagt, mal in die Höhle reinzugehen, um etwas Erze zu farmen. Ich habe dann auch schon mein erstes Erz gefunden, aber anscheinend konnte ich es mit meiner aktuellen Pickaxe nicht abbauen, deshalb ist es einfach verschwunden. Als nächstes habe ich dann anscheinend den Kohleersatz gefunden, Sulfur. Damit konnten wir uns unsere ersten Fackeln craften. Da wir uns in einem Sumpf befinden, dachte ich mir, es wäre erstmal wichtig, ein Boot zu craften, damit wir uns hier auch schnell fortbewegen können. Und dann bin ich am Ende des Tages auf eine Art Wurzel geklettert, da wir hier etwas Schutz vor der Umgebung hatten. Und ich habe gesehen, dass unser Boot auch gleich von einer Art Krokodil angegriffen wurde. Am Morgen von Tag 2 habe ich dann einen Pilzmenschen in der Entfernung gesehen, bin dann aber wieder direkt zu meinem Boot gegangen, um hier endlich dem Sumpf zu entkommen. Und wir haben dann tatsächlich Glück im Unglück gehabt, denn ich habe durch Zufall diesen Baum hier gefunden und der hat diese komischen Bälle fallen lassen. Und diese Bälle waren tatsächlich dafür da, um unsere Krankheit zu lindern. Die Krankheit war tatsächlich so eine Art Verfall. Ihr seht das schon, über der Hungeranzeige haben wir diese komische Kugelanzeige. Und wenn die auf Null sinkt, dann haben wir nur noch ein Herz und sind langsam und ziemlich schwach. Später habe ich dann noch ein paar Ruinen gefunden. Und auf diesen waren ein paar Töpfe mit etwas Loot drin. Als ich die Töpfe aber zerstört habe, wurde ich direkt von ein paar Termiten angegriffen. Die waren aber kein großes Problem. Was ist das für Musik? Oh mein Gott, was ist das? Was ist denn das? Oh, ist das schön. Oh mein Gott. Oh. No, nicht verschwinden. Nee, was spielt denn der? Sieht aus wie eine Gambe. Oh, wie niedlich. Oh no. Nachdem ich endlich mal etwas Schönes in dieser Welt gefunden habe, ein paar Sachen, die mich an die Oberwelt erinnern, diese wundervollen Musiker, wurde ich auch direkt von einem Blutegel angegriffen. Und es ging wieder bergab. Als ich dann mit meinem Boot weitergefahren bin, habe ich dann im Wasser diese komischen Felsen gefunden, in welchem auch gleich unser erstes wichtiges Erz war, und zwar das Octane-Erz. Und wir haben großes Glück gehabt und haben gleich zwei Blöcke auf einmal gefunden. Wir hatten also genug Ressourcen für die nächsten wichtigen Werkzeuge. Leider konnte ich mir daraus aber keine Rüstung bauen. Aber naja, was soll's. Wenigstens hatte ich jetzt endlich aufgebesserte Werkzeuge. Und wir hatten sofort auch ein Schild, was Gegner bei der Berührung sofort in Brand setzen wird. Am nächsten Morgen habe ich gleich mein neues Equipment ausprobiert und es hat wunderbar funktioniert. Vor allen Dingen auch das Schild. War ziemlich praktisch, denn es hat die Gegner sofort in Brand gesetzt. Dann wurde ich von einer Art Fledermaus oder was auch immer das war angegriffen. Und es war aber auch kein großes Problem, da unser Schild hier wieder gut geholfen hat. Ich habe nun ein neues Biom erreicht und gleich wieder Ruinen gefunden, wo ich natürlich sofort wieder die Töpfe abgebaut habe, um den Loot davon zu holen. Und in diesen Ruinen ist dann was Merkwürdiges passiert. Ich wurde von einer Art Nebel oder sowas angegriffen. Keine Ahnung, was das war. Es hat mich dann ziemlich lange verfolgt. Ich habe dann auch sofort mir mein Boot geholt und bin dann sofort abgehauen. Und ihr seht, es wird ganz schön knapp. Oh mein Gott, schnell weg. Ah, es kommt näher, der Nebel kommt näher. Ist das creepy? Was soll das? Ich bin also übers Meer wieder abgehauen und wurde wieder von Anglerfischen verfolgt und habe überall diese Irrlichter gesehen. Es war wirklich gruselig und es wurde immer dunkler, immer düsterer.
Nope, ich übernachte in einem Loch. Ich übernachte in einem Loch. Nach der Nacht im Loch dachte ich mir, nee, es wird mal Zeit für eine richtige Base. Deshalb habe ich mir einen von diesen riesigen Bäumen gesucht und den gleich mal von innen ausgehöhlt, damit wir hier schon viel Platz haben. Als ich dann die Landschaft um meine Base erkundet habe, habe ich hier eine Art Opferaltar gefunden. Habe ich mir natürlich gleich mitgenommen. Und als ich diesen dann abgebaut habe, gab es ein merkwürdiges Geräusch. Ich hoffe mal, wir sind jetzt nicht verflucht. Dann habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. Und zwar habe ich mir hier diesen Walkway gebaut. Ne? Und dieser Walkway, der hat mich einfach schneller laufen lassen. Da ich die Sumpfgötter nicht erzorn wollte, habe ich den Opferschrein wieder in meiner Base aufgebaut. Auch mit der passenden Opferfrucht dazu. Dann habe ich herausgefunden, dass ich mir ziemlich einfach einen Bogen basteln kann. Und die Pfeile, die ich gefunden habe, hatten nun also einen Nutzen. Zum Start von Tag 5 habe ich dann angefangen, in den Minen zu arbeiten. Und als ich mich tiefer runtergegraben habe, wurde ich dann von Käfern oder sowas angegriffen, die meinen ganzen Screen eingenommen haben. Oh mein Gott, was sind das für Käfer? Was sind das für Käfer? Die nehmen den ganzen Screen ein. Warte mal, wenn ich springe, dann schüttle ich die ab. Okay, ich muss einfach springen. Springen, 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 springen. Weg hier. Weg aus der Höhle. Weg aus der Höhle. Ich dachte mir, es wäre sicherer, wenn ich den Höhleneingang direkt unter meinem Baumhaus machen würde. Deshalb habe ich hier einfach weiter runtergegraben und musste erstmal unseren Keller auspumpen, da der voller Sumpfwasser war. In der Höhle unter unserer Base habe ich dann das nächste Erz gefunden, und zwar das Simorite-Erz. Und außerdem habe ich hier auch noch Blöcke gefunden mit Slimy Bones. Das war ziemlich praktisch. In dieser Höhle wurde ich auch wieder von diesen merkwürdigen Käfern angegriffen. Ich dachte mir, okay, probiere ich mal mit dem Bogen drauf zu schießen. Und tatsächlich kann man diese auch besiegen. Sie waren zwar ziemlich schnell, aber mit dem gewissen Trick hat es funktioniert. Dann bin ich wieder rausgegangen, es hat geregnet, war neblig, aber ich habe diese wundervolle Musik gehört. Hier war auch wieder dieser komische Musiker, den wir auch schon vorhin gesehen haben, bloß diesmal mit einer Flöte. Ich wollte mich ranschleichen, um ihn zu fangen, aber der ist wieder natürlich sofort despawned. Und jetzt passiert das wirklich Creepige. Als ich rausgegangen bin, kam diese merkwürdige Geistersilhouette. Sie ist sofort wieder verschwunden, aber irgendwie hatte ich sofort Gänsehaut am ganzen Körper. Jetzt war es endlich mal Zeit, den Ofen zu bauen. Das konnten wir auch gleich mit dem Höhlenstein machen. Und ich habe herausgefunden, dass wir auch gleich einen doppelten Ofen bauen können. Den haben wir natürlich sofort genutzt, um die ganzen Erze zu schmelzen, die wir gefunden haben. Am Start von Tag 6 habe ich mir dann mein erstes Rüstungsset gebaut, und zwar das Slimy Bone Set. Sah auch ganz nice aus. Dann habe ich mir eine Schere gecraftet, habe damit etwas Moos abgebaut und auch etwas Pflanzen aus der Umgebung. Aus diesen Pflanzen konnte ich ja meine erste Suppe machen, und diese Suppe hat wirklich gut den Hunger geheilt. Oh mein Gott, da war wieder dieser Geist. Was ist das für eine Musik? Oder was sind das für Töne? Oh no no no, back to the base, back to the base. Zurück, Leute. Oh, ist das creepy. Und ihr habt gesehen, mich hat wieder dieser merkwürdige Geist verfolgt. Ich bin dann rausgegangen, um diesen Geist zu suchen, hab dann aber nur wieder eines von diesen Sumpfmonstern gefunden, die wir natürlich sofort besiegt haben. Am Ende von Tag 6 war es Zeit, endlich mal das Bett zu platzieren, was ich aus Moos gecraftet habe. Tag 7 habe ich dann dafür benutzt, endlich mal die Umgebung zu erforschen. Ich habe hier auch so eine Art Waypoint oder sowas gefunden. Später habe ich noch eine andere gute Nahrungsquelle gefunden, und zwar diese Sumpfschnecken. Die haben echt gutes Fleisch gedroppt. Dann habe ich auch noch eine wichtige Entdeckung gemacht, und zwar habe ich einen Gummibaum gefunden und konnte hier einen Eimer befestigen. In diesem Eimer hat sich dann etwas von diesem Saft des Baumes gesammelt. Diesen konnte ich dann auch nach einiger Zeit ernten. Ich habe natürlich den Eimer sofort abgebaut und versucht, diesen Block zu platzieren. Und ihr habt gesehen, da kam bloß dieses merkwürdige Wasser raus. Ich habe herausgefunden, dass wir diesen Topf mit diesem Schleimwasser oder was auch immer das war in den Ofen packen müssen, damit er hart wird. Dann habe ich ihn versucht, in meiner Basis freizulassen, und es ist nichts passiert. Habe dann aber später festgestellt, dass dieser Schleim oder was auch immer, oder die Gummi besser gesagt, in meinem Inventar war. Und jetzt wollte ich etwas ausprobieren. Und zwar gab es ja überall diese riesengroßen Blätter. Davon habe ich 3 Stück gesammelt, und mit diesen 3 Blättern wollte ich mir einen Kite bauen. Einen Drachen. Einen Drachen, mit dem wir über den ganzen Sumpf fliegen können. Eventuell. Nachdem ich also diesen Kite gebaut habe, habe ich ihn sofort ausgerüstet. Und schaut euch das an. Es ist wirklich eine super Animation dabei. Ich bin dann auf die nahegelegene Wurzel geklettert, um einfach mal damit zu fliegen. Okay Leute, der große Moment. Wir nehmen den Kite und wir fliegen los. Oh, ist das cool. Ist das cool. Boah, schaut euch das an. Oh, schaut euch das an. Da wir nun immer mehr Platz brauchten, dachte ich mir, ich baue das Innere des Baums mal weiter aus. Und vor allen Dingen wollte ich mir eine zweite Etage bauen. Das habe ich natürlich sofort gemacht und hier auch wieder viel Platz geschaffen. Natürlich ganz, ganz wichtig, ein Fenster darf nicht fehlen. Und als ich dieses Fenster gebaut habe und rausgeschaut habe, habe ich gesehen, dass auf einmal der Nebel sofort verschwunden ist. Am Ende des Tages ging ich dann weiter in die Höhle. Weiter runter, immer weiter runter. Bis ich dann ein Achievement bekommen habe, und zwar Rock Bottom. Anscheinend war ich jetzt wirklich am Grund angekommen. Das hat mich natürlich sofort interessiert, und ich habe diese Höhlen ganz unten weiter erforscht und eine Ruine gefunden. Eine Ruine mitten im Nirgendwo. Ich habe mich natürlich sofort rübergebaut und dachte mir, hier gibt es bestimmt super Loot, aber leider gar nichts. Überhaupt nichts. Ich wollte dann wieder nach Hause und habe dann gesehen, dass eine Art Geist oder was auch immer das war,
direkt vor meiner Base war. Es hat mich angegriffen und es war absolut creepy. Es hat geschrien und nach dem Tod ein Herz gedroppt. Ein merkwürdiges Herz. Und ich habe gesehen, aus diesem Herz kann ich mir etwas Neues bauen. Ein neues Gerät. Und zwar den Animator. Den habe ich mir sofort gebaut, platziert und gesehen. Ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Tag 11 wollte ich komplett der Erkundung widmen. Und schaut euch mal das an. Ich habe festgestellt, dass irgendwie die Fackeln ausgegangen sind. Wahrscheinlich durch den starken Regensturm. Als ich dann weitergezogen bin, habe ich denn das hier gefunden. Einen riesengroßen Baum am Horizont. Ich hatte keine Ahnung, was es ist, deshalb bin ich natürlich erstmal näher rangegangen und habe erstmal etwas erforscht und geschaut, um was es sich hier handeln könnte. Es sah aus wie ein riesengroßer Baum. Da wurde ich angegriffen von Wurzelviechern oder was auch immer. Die haben mich dann angespuckt und ich habe natürlich sofort meine Axt gezückt und wollte diese gleich besiegen. Hat auch ganz gut geklappt, denn anscheinend hatten sie eine Schwäche gegen mein Feuer. Wer hätte das gedacht? Mich haben dann auch die Wurzeln des Baums angegriffen mit so einer Art Wellenattacke. Trotz des Schildes habe ich viel Schaden bekommen. Ich habe dann eines dieser Viecher besiegt und die Maske dann mitgenommen. Die konnte ich dann auch aufsetzen und ja, schaut euch das an. Hat uns jetzt nicht so viel gebracht, sah auch echt strange aus. Hat uns auch nicht viel Verteidigungspunkte gegeben, deshalb habe ich sie gleich wieder abgesetzt. Da ich noch zu viel Respekt vor diesem Baum habe, bin ich dann wieder zurück zur Basis gegangen. Es hat angefangen zu regnen und alle Fackeln sind ausgegangen. Naja. Am Tag 12 haben wir die Gegend weiter erkundet und sind auf diese merkwürdigen Würmer getroffen. Schaut euch mal das an. Und es kam auch ein riesengroßer Skelettwurm oder was auch immer das war zum Vorschein. Ich bin natürlich sofort umgedreht und sofort abgehauen, da dieser Wurm eigentlich viel zu creepy aussah. Dann habe ich eine Grube gefunden und anscheinend war das so eine Art Spawner, aus dem diese merkwürdigen Würmer rausgekommen sind. Ich habe die Grube natürlich sofort versucht mit meiner Pickaxe abzubauen, habe es aber nicht ganz geschafft, wurde angegriffen und bin dann sofort abgehauen. Zu dem Regen kam jetzt auch noch ein Gewittersturm und schaut euch mal das an. Überall sind Blitze eingeschlagen und vor allen Dingen bei unserem Opfertotem. Anscheinend hat das irgendwie die Blitze angezogen. Ich dachte mir, vielleicht kann ich das irgendwie nutzen und vielleicht kann man damit noch irgendwelche besonderen Items herstellen. Aber ich hatte keine Ahnung. Ich habe gemerkt, dass sich meine Rüstung langsam verabschiedet hat. Deshalb dachte ich mir, ich baue mir einfach mal eine neue und zwar eine stärkere Rüstung. Und zwar haben wir hierfür dieses Samurai-Erz genommen. Ich habe mir versucht, das komplette Rüstungsset zu bauen, hatte aber leider nicht genug Erze dafür. Und da ich nicht genug Erze hatte, dachte ich mir, okay, ich muss wieder runter in die Minen und wieder Erze farmen. Wir wurden natürlich auch sofort angegriffen von ein paar Hacks und von ein paar solchen Fledermäusen. Ich bin dann weiter runtergegangen und habe dann dieses neue Biom gefunden und auch einen See unterirdisch bin reingesprungen und habe sofort gesehen, dass mein Decay sofort runtergegangen ist. Und ihr seht schon, wir haben dann riesengroße Nachteile, wenn das runtergeht. Ich habe mich dann noch weiter runtergebaut, immer tiefer rein in die Höhle und habe dann auch interessante Sachen gefunden. Und zwar unter Wasser, schaut euch das an, habe ich so eine Art Erz gefunden. Ich habe es sofort abgebaut und es hat sich herausgestellt, dass es ein Life Crystal war. Und diesen brauche ich tatsächlich später auch noch für meine neuen Waffen. Und jetzt kommt das absolute Highlight. Nachdem ich diese merkwürdigen Käfer unterirdisch besiegt habe, habe ich das wertvollste Erz gefunden in dieser Welt. Oh nice, was ist denn das? Was ist denn das für ein Erz? Oh, schauen wir uns das mal an. Oh, spannend, spannend, spannend. Valnonite. Nach diesem erfolgreichen Fund bin ich wieder zurück zur Base gegangen und habe mir gleich mal einen Smoker gebaut, weil ich dachte, warum nicht? Wir brauchen definitiv mal einen Smoker. Ich konnte aber leider überhaupt nicht rausfinden, wie es funktioniert. Ich habe probiert, ein bisschen Laub zu farmen und das mit in den Smoker zu packen. Das hat irgendwie auch nicht angefangen zu smoken. Dann habe ich es einfach aufgegeben. Am Tag 14 wollte ich endlich unsere Infrastruktur etwas verbessern. Und zwar habe ich mich daran erinnert, dass ganz in unserer Nähe ja dieser merkwürdige Geisterbaum war. Deshalb habe ich probiert, einfach weiter unsere Geschwindigkeitsroute zu bauen. Unsere Autobahn, wie nenne ich das denn jetzt am besten? Und dafür musste ich natürlich erstmal viel Platz machen und vor allen Dingen auch erstmal den Weg ebnen. Das habe ich dann natürlich auch mit einer Schaufel gemacht. Ich musste mich viel durch die Erde durchgraben und habe dann weiterhin diese Platten verlegt, auf denen wir ziemlich schnell rennen konnten. Als ich dann mehr Platz für unsere Autobahn schaffen wollte, bin ich dann auf diesen merkwürdigen Baumstumpf getroffen. Ich habe mich natürlich erstmal mit unserer Axt reingegraben und habe dann das hier gefunden. Und zwar so ein bisschen Glas oder was auch immer das war. Das habe ich natürlich sofort abgebaut, konnte es auch gleich mitnehmen. Und als ich mich dann nach oben gegraben habe, habe ich gesehen, dass ich hier diese merkwürdigen Pilzmenschen angesiedelt haben. Am Tag 15 ging es dann weiter mit dem Projekt Autobahn. Wir haben uns dann weiter durch Bäume gebohrt und haben weiterhin unsere Autobahnplatten verlegt. Okay, wir sind endlich bei diesem Baum angekommen. Jetzt wird's Zeit, Leute. Wir greifen an. Diese merkwürdigen spuckenden Masken. Warte mal, die haben wir doch einfach ziemlich einfach besiegen können, oder? Spirit Tree. Ach, das ist also ein Spirit Tree, der Geisterbaum. Okay. Einfach, easy peasy. Come on. Die machen aber nicht viel Schaden mit unserer neuen Rüstung, ne? Da haben wir echt Glück gehabt. Holy, die Welt. Die Wellen, schnell weg hier. Oh mein Gott, guck dich die Herzen an. Oh nein, wir müssen weg hier. What? Wait, what?
What? Was ist passiert? What? Wir wurden gefangen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist das? Was ist das? Hä? Nachdem wir nun den Angriff auf den Spirit hier gerade so überlebt haben, wollte ich fix nach Hause rennen. Und dann schaut euch das an. Neben unserer Autobahn wohnt dieses merkwürdige Monster. Und es hat uns fast besiegt. Ganz, ganz knapp. Zum Start von Tag 16 habe ich mir diese Gummistiefel gecraftet und auch gleich ausgerüstet. Diese sollten für diesen Tag echt nützlich werden. Dann habe ich weiter erforscht und habe das hier unter Wasser gefunden. Einen merkwürdigen blauen Kristall. Mit dem konnte ich aber erstmal noch nicht so viel anfangen. Dann schaut euch das an. Wir haben ein riesengroßes Sumpf-Matschland gefunden mit merkwürdigen Ruinen. Auf diesen konnten wir uns jetzt auch dank den Rubberboots gut bewegen. Dann habe ich diese Ruine gefunden, in der ein Gecko-Käfig stand. Ich dachte mir, kann ich bestimmt gut gebrauchen. Habe ihn natürlich sofort abgebaut und mitgenommen. Und dann habe ich das hier gefunden. Unser allerersten Dungeon, den Sludgeon Tower. Ich habe ihn natürlich sofort erforscht, wollte Sachen abbauen, es hat nicht funktioniert, wurde direkt angegriffen. Es ging schon ziemlich gut los. Im Tower waren diese merkwürdigen grünen Barrieren. Ich konnte nicht durchgehen oder auch gar nichts abbauen, nichts hier ausrichten. Ich bin dann weiter hochgelaufen und habe merkwürdige Geräusche gehört und auch diese Vasen gefunden, die ich natürlich sofort abgebaut habe. Ganz oben angekommen sah ich denn das hier. Und zwar 4 merkwürdige Fackelhalter und einen riesengroßen Kristall in der Mitte. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wirklich, überhaupt keinen Schimmer gehabt. Und dann beim Runterlaufen ist das hier passiert. Morsche Treppenstufen. Ich bin weiter runtergelaufen und sofort runtergefallen. Und schaut euch mal die Energie an. Das war mir jetzt viel zu riskant, deshalb bin ich sofort wieder nach Hause gelaufen. Als ich dann am Tag 17 wieder zu Hause war, habe ich erstmal den Gecko-Käfig platziert und konnte damit aber nichts weiter anfangen. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich kümmere mich erstmal um dieses merkwürdige Erz, was ich gefunden habe. Und dafür brauchte ich ein bestimmtes Gerät, und zwar den Purifier. Der hat anscheinend mit Wasser funktioniert, mit Sumpfwasser. Deshalb musste ich erstmal mir ein bisschen Sumpfwasser besorgen, bevor ich überhaupt dieses Erz benutzen kann. Nach einer Weile wurde es dann fertiggestellt und ich hatte dann ein Aqua Middle Gem. Ich habe natürlich gleich mal geschaut, was ich damit anfangen kann. Und zwar kann ich das auf ein Gerät packen, auf ein Werkzeug packen oder auf eine Waffe packen und auch auf meine Rüstung packen. Das heißt, es hat sozusagen eine Art, es war eine Art Verzauberung. Und ich dachte mir, okay, benutze ich mal dieses diamäßige Erz und mache mir gleich meine Pickaxe daraus. Ich habe aber gesehen, das Middle Gem hätte da keinen Effekt drauf gehabt. Deshalb habe ich es gleich gelassen. Mit dieser Pickaxe gab es eine Besonderheit. Und zwar konnten wir jetzt, wenn wir Shift drücken, auf einmal alle Erze, die in der Umgebung waren, sofort auf einmal meinen. Schaut euch das mal an. Alle Erze sofort weg. Das war wirklich sehr praktisch. Nun wollte ich meine komplette Ausrüstung aus diesem Erz craften, was wir gefunden haben, aus diesem diamäßigen Erz. Deshalb bin ich noch weiter in die Höhlen gegangen und habe tatsächlich auch noch was gefunden. Es war zwar nicht viel, genau genommen war es nur genau ein Valnorite-Erz, aber das war genug, um erstmal unser Schwert zu craften. Ich bin natürlich wieder an die Oberfläche dann gegangen und habe mir dieses Schwert gecraftet und konnte das auch schon mit diesem Middle Gem ausrüsten. Er sah nun auch besser aus und hatte natürlich auch noch einen besseren Effekt. Und zwar konnte es Gegner schwächen. Mit meiner neuen Rüstung und mit meinem neuen Schwert wurde ich natürlich mutiger und ich bin in die Ferne gesegelt. Na gut, eher gerudert. Und habe mich erstmal umgeschaut, was denn hier noch alles so zu finden gibt. Und dann habe ich das hier in der Ferne gesehen. Who are you? Oh mein Gott, ist das viel riesig. Was ist denn das? Nope. Ich habe da noch ein paar Blumen gefunden und habe die natürlich sofort mitgenommen für unsere Base, denn ich wollte wenigstens etwas Erinnerung an die Oberwelt haben. Später sind wir dann zu einem anderen Sumpf gegangen und haben nochmal diesen Dungeon gefunden, diesen Sludgeon. Das war schon der zweite in Folge. Ich bin dann auch hingegangen und habe versucht, hier das Rätsel zu lösen, aber anscheinend bin ich auch noch nicht weitergekommen. Ich wurde nur von etwas Blutsaugern und von diesen komischen hüpfenden Schleimviechern angegriffen. Was jedoch viel besser war, in der Nähe dieses Sludgeons war ein Spawner, den wir natürlich auch sofort abgebaut haben. Naja gut, nicht direkt, ne? Wir wurden erstmal direkt angegriffen von den ganzen gespawnten Viechern. Und tatsächlich gab es hier auch wieder dieses merkwürdige schwarze Monsterfieber. Da ich keinen Bock hatte, gegen dieses Vieh zu verlieren, bin ich erstmal aus dem Sumpf rausgerannt und wieder reingerannt und konnte somit bewirken, dass alle Monster despawned sind. Somit konnten wir in Ruhe den Spawner abbauen und auch die Chest looten. Und schaut euch mal an, was es hier alles drin zu finden gab. Ich bin natürlich sofort zurückgelaufen, um in Ruhe alle Sachen zu begutachten, denn in der Base ist es doch am sichersten. Und dann habe ich das hier gefunden. Es war anscheinend irgendeine Schrift über irgendein antikes Monster. Und dann habe ich diese Fragezeichen-Schriftrolle genommen und die gleich mal entschlüsseln lassen. Und zwar hatten wir jetzt genug Ressourcen dafür. Wir brauchten dafür Sulfur und diesen Life Crystal. Und ihr seht schon, anscheinend wurde diese Schriftrolle dann bearbeitet. Irgendein zufälliges Item sollte rauskommen. Während diese Schriftrolle bearbeitet wurde, habe ich dann draußen erstmal die ganzen Blumen gepflanzt, bin dann zurückgegangen und habe gesehen, wir haben gerade mal nur 10 Octane-Ingens daraus bekommen. Naja, hat nicht so viel gebracht. Danach habe ich dann mein Schwert mit diesen Skabyst-Splittern ausgerüstet und dadurch wurde es ummantelt von diesen Skabyst-Schlittern. Skabyst-Schlittern. Skabyst
Oh, was ist hier los? Skabist splittern. Ich habe dann mein Life Crystal wieder aufgeladen mit dieser Träne von diesem Geist, den wir gefunden haben. Und zu guter Letzt, am Ende von Tag 20, habe ich dann unser Haus noch weiter ausgebaut. Denn es wurde langsam ganz schön eng mit diesen ganzen neuen Geräten, die wir haben. Ich habe natürlich auch ein paar Fenster reingebaut und die natürlich auch mit Glas verschönert, damit wir auch schön rausgucken können, wenn uns diese merkwürdigen Geister angreifen. Am Tag 21 bin ich wieder in die Höhlen gegangen und ich sage euch, es gibt nichts Besseres als dieses Vein Mining. Ich meine, schau dich das einfach mal an. Du kannst alle Erz auf einmal abbauen und hast sofort alles da. Herrlich. Dann habe ich mich wieder mal mit meinem paar Käfern angelegt. Ein Glück hatte ich meinen Bogen dabei. Schau dir mal das an. Totale Zerstörung. Dann habe ich wieder diese Hacks angegriffen, aber das war natürlich jetzt für mein neues Schwert überhaupt kein Problem. Denn ihr seht, ich säbel mich hier einfach komplett durch. An Tag 22 habe ich natürlich dann weiter gemeint und bin noch tiefer in die Höhlen reingegangen. Wurde natürlich auch wieder von vielen Gegnern angegriffen, von diesen merkwürdigen Fledermäusen und auch wieder von diesen Hacks, die aber an sich kein Problem waren. Ich habe mich dann weiter runtergebohrt und dann so eine Art Ruine wieder mal gefunden. Bin natürlich auch sofort zur Ruine runtergegangen und konnte hier auch ein paar Töpfe zerstören. Und in den Töpfen war natürlich auch etwas Loot, aber nichts wirklich Nennenswertes. Dann bin ich also zurück an die Oberfläche gegangen und habe noch die restlichen Blumen, die ich noch von der letzten Erkundung dabei hatte, neben meiner Base gepflanzt, damit es noch ein bisschen schöner aussieht. Und seit ich damals den Gecko-Käfig gefunden habe, habe ich natürlich nun ein größeres Auge auf Geckos geworfen. Aber leider wusste ich noch nicht, wie ich die fangen sollte. Danach habe ich mir ein Boot gecraftet und bin mal mit dem Boot weitergefahren, um ein bisschen noch die Welt zu erforschen, ein bisschen mehr zu erkunden. Und dann bin ich am Ende des Tages an einem Sumpf angekommen, in dem viele Ruinen zu finden waren. Den kompletten 24. Tag habe ich dann damit zugebracht, diese Ruinen zu erforschen und die ganzen Töpfe dort vor Ort zu zerbrechen, um den ganzen Loot zu holen. Aber leider habe ich auch andauernd diese ganzen Termiten angegriffen, die in den Töpfen waren. Dann habe ich eine interessante Entdeckung gemacht, und zwar habe ich hier diese glühende Erde oder was auch immer das war gefunden. Ich dachte mir, ich baue sie mal ab, um damit meinen Smoker in Gang zu setzen, aber irgendwie konnte ich diese Dinger nicht so richtig abbauen. Das habe ich dann leider erst am nächsten Tag in der Base gemerkt, als ich dann diese Erde platziert habe, den Smoker drüber gesetzt habe und versucht habe, Sachen zu smoken. Es ist einfach nichts passiert. Ich habe dann auch eine Fragezeichenrolle entschlüsseln lassen und habe hier diese merkwürdige Voodoo-Puppe rausbekommen. Ich wollte natürlich sofort mal ausprobieren, da es anscheinend eine Art Waffe war. Ein Glück kam auch gleich ein Hack anmarschiert zum Austesten der neuen Waffe und ich muss sagen, die hat extrem viel Damage gemacht. Aber hat ewig gebraucht zum Aufladen. Um dann endlich genug Schutz zu haben, habe ich dann meine Samurai-Rüstung endlich vervollständigt. Ich habe gesehen, dass mein Helm so gut wie kaputt war. Ich wollte ihn erst mit ein paar Ingots verbessern, aber anscheinend hat es nicht funktioniert. Deshalb habe ich mir überlegt, okay, probiere ich es einfach mal in diesem Reanimator aus, oder wie das Ding heißt. Und tatsächlich hat das auch funktioniert. Es hat ewig gedauert und einen Haufen von einem Life Crystal gebraucht, aber damit hatte ich wieder einen richtigen Helm zur Verfügung. Mit dieser verbesserten Rüstung war ich natürlich jetzt mutig und bin weiter in die Tiefen der Höhlen vorgedrungen und habe auch das hier gefunden. Und zwar so eine Art riesiges Lager mit verschiedenen Töpfen drin und auch mit diesem merkwürdigen Zettel dazu. Schaut euch mal das an. Am Tag 26 habe ich einen Hack gefunden, der einen Kristall ausgerüstet hat. Also genauso einen, den wir auch bei uns im Schwert haben. Was das nun zu bedeuten hat, keine Ahnung. Boah, nicht schon wieder diese dämlichen Käfer, ey. Die gehen dann doch voll auf die... Holy moly, warte mal, warte mal. Oh, ist das knapp, ist das knapp. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell ins Wasser. Okay, die Käfer gehen ab, Wasser, alles klar. Okay, wir müssen in die Höhlen schwimmen. Leute, guckt euch die Energie an. Ein halbes Herz. Weiter geht's. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell weg. Oh mein Gott, weiter in die Höhlen. Weiter in die Höhlen, hier sind wir sicher. Nachdem ich nun knapp dem Tod von der Schippe gesprungen bin, habe ich natürlich noch weiter erforscht und habe auch hier ein paar Life Crystals wieder unter Wasser gefunden. Das war ziemlich praktisch, weil die konnte ich auch gut gebrauchen. Denn als ich wieder zu Hause angekommen war, habe ich wieder diese merkwürdige Fragezeichenrolle entschlüsselt. Und schaut euch das an, es gab 2 Valonite Shards. Das hat sich also richtig gut gelohnt. Ich habe dann auch tatsächlich in den Höhlen diese Bone Wayfinder gefunden und konnte die auch gleich mit so einer merkwürdigen Statue verbinden. Und hatte somit jetzt einen Teleportationspunkt. Ziemlich, ziemlich gut. Am nächsten Tag habe ich probiert, mit diesem Wisp, die wir gefunden haben, dieses Feuer zu entfachen unter dem Smoker. Aber irgendwie hat das anscheinend überhaupt nichts gebracht und der Wisp ist einfach gedespawnt. Dann bin ich mal wieder zum Spirit Tree gegangen, weil ich mir dachte, okay, jetzt habe ich eigentlich ziemlich gutes Gear und kann ihn endlich mal besiegen, aber... Das hat überhaupt nicht geklappt und wir wurden natürlich sofort direkt angegriffen und ich musste direkt fliehen. Aber ich bin dann nochmal zurückgegangen und habe mit meinem Buch mal versucht, von der Entfernung mal diese merkwürdigen Gesichter zu besiegen. Aber der große Baum hat uns immer wieder mit merkwürdigen Wellen angegriffen. Als ich dann etwas ziellos durch die Gegend umhergelaufen bin, habe ich dann auch noch einen anderen Waypoint gefunden. Und zwar in der Nähe von einem Sumpf und habe den natürlich auch gleich mal mit dem Bone Wayfinder verbunden. Da meine Gerätschaften nun ziemlich viel wurden, dachte ich mir am nächsten Tag, ich müsste mal meine Base ein bisschen weiter ausbauen. Deshalb habe ich hier diesen alten Baumstamm genommen und den einfach mal von innen ein bisschen restauriert, ein bisschen da mal Moos abgebaut, ein bisschen da mal ein paar Löcher gestopft, damit kein Regen reinkommt. Und schon hatten wir einen neuen Teil der Base. Und ich muss sagen, das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Jetzt
jetzt waren die Geckos dran, denn ich habe endlich herausgefunden, wie wir diese fangen können. Und zwar mit einem richtig schönen Netz. Und könnt ihr euch auch noch an den Wisp erinnern, in der Nähe vom Smoker? Der kam auf einmal wieder, und zwar mitten in der Base. Das hat mich ganz schön erschrocken, aber es sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Dann habe ich etwas den Sumpf erforscht, wo wir den neuen Waypoint gefunden haben. Und schaut euch mal das an. Hier war wieder ein neuer Spawner. Wir sind natürlich direkt hin und wollten den Spawner gleich abbauen. Und das Problem war, der Spawner war ein Termitenspawner. Und der hat so schnell Termiten gespawnt, dass wir gar nicht richtig rankamen. Am nächsten Tag habe ich es dann endlich geschafft. Ich konnte mir endlich einen Gecko fangen. Es hat ewig gedauert, aber endlich hatten wir nun unser erstes Haustier für unseren Käfig. Ich habe dann noch weiter probiert und dann noch eine Art Glühwürmchen gefunden. Und anscheinend konnten wir mit diesem Glühwürmchen Sachen für unser neues Schiff craften. Dann habe ich den Gecko-Käfig platziert, den Gecko reingesetzt und schaut euch das an. Yay, wir haben endlich ein Haustier. Aber trotzdem schwirrte mir die ganze Zeit dieser merkwürdige Spawner mit den Termiten im Kopf rum. Deshalb bin ich gleich wieder hingegangen, habe ihn direkt abgebaut und die Chest gelootet und einen Haufen Pfeile bekommen. Den kompletten Tag 30 habe ich damit zugebracht, unseren Smoking Rack zum Sumpf zu bringen und den über diese merkwürdigen glühenden Pits zu bauen. Ich habe hier auch Fallen Leaves reingesetzt und habe auch probiert, Sachen zu smoken, aber es hat überhaupt nicht geklappt. Ich war am Verzweifeln und bin dann einfach losgelaufen und habe den Sumpf weiter erforscht. Dann dachte ich mir, okay, baue ich mir mal die neue Rüstung und zwar aus Lurker Skin. Und zwar hat diesen besonderen Bonus und zwar können wir damit unter Wasser anscheinend atmen, wenn wir das komplette Set haben. Deshalb dachte ich mir, okay, let's go. Es war wieder Zeit, in die Minen zu gehen und schaut euch das an. Ich habe wieder so einen merkwürdigen Opferaltar gefunden, den ich natürlich sofort wieder abgebaut habe und es wieder ein merkwürdiges Geräusch gab. Danach habe ich dann endlich das gefunden, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe, und zwar diese Valonite Shards für meine neue Rüstung, die ich natürlich auch sofort am nächsten Tag gecraftet habe. Ich hatte zwar nur genug Valonite Shards für eine Chestplate, aber besser als gar nicht. Danach habe ich mich dann wieder zu dem Sumpf teleportiert und schaut euch mal das an. Hier habe ich einen merkwürdigen Turm gefunden, in den ich natürlich auch sofort reingegangen bin. Ich habe ein paar Spawner zerstört und bin immer weiter hochgegangen. Und dann kamen diese komischen Viecher. Laub, Feuer, Flammen, Fliegen, was auch immer. Die konnte ich mit meinem Bogen zerstören und habe dann natürlich auch als allererstes mal probiert, den Spawner zu zerstören. Hat eigentlich auch geklappt, das war ziemlich knapp, aber dadurch konnten wir sie Stück für Stück alle besiegen. Und das war dann natürlich am Ende auch kein Problem. Am nächsten Tag habe ich probiert, noch weiter hochzugehen und hier kamen wieder diese merkwürdigen Geister. Anscheinend war es jetzt eine Stufe schwieriger. Die haben sich auch irgendwie durch die Wand teleportiert, keine Ahnung, wie das funktioniert hat, und haben mich dann irgendwie befallen. Am Ende des Tages hatte ich noch Zeit für ein kleines Experiment, und zwar hatte ich diese Angry Pebbles. Und hört euch mal das an. Anscheinend war das irgendeine Art fliegendes TNT, die geschrien haben beim Loswerfen. Den kompletten 34. Tag habe ich dann damit zugebracht, Libellen zu fangen und die Flügel davon zu farmen, um uns endlich mal diese komische Kröte zu tamen, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Dann habe ich eine unglaubliche Entdeckung gemacht, und zwar habe ich mit diesem Feuer-Octonite-Ingot etwas herumgespielt und etwas herausgefunden, und zwar können wir damit Moos in Brand setzen. Endlich haben wir es geschafft, Feuer zu produzieren. Das heißt, wir hatten endlich eine Möglichkeit, in den Slungeon zu kommen und auch unseren Smoker in Gang zu setzen. Dies habe ich natürlich sofort mit dieser Sumpferde probiert. Ich habe Moos drauf platziert, dieses Moos angezündet und das Feuer gelöscht, und schaut euch das an, es hat tatsächlich funktioniert. Den Rest des Tages habe ich dann damit verbracht, Sachen zu farmen, und zwar diese merkwürdigen Libellenflügel, um diese Frösche zu zähmen, und dann auch noch diese Krokodilhaut, um die Rüstung endlich zu vervollständigen. Nun brauchte ich neue Anglerfischzähne, um diesen Smoker wieder zu bauen, weil ich den alten nicht wiedergefunden habe. Und während ich das gesucht habe, habe ich etwas anderes gefunden, und zwar eine Möglichkeit, auf diese Inseln zu kommen, auf diese schwebenden Inseln. Also habe ich mich auf meinen Schildfluss gesetzt und bin mal zu einem dieser Wasserfälle geschwommen, und an diesem Wasserfall konnte ich dann hochschwimmen, bis ich dann wirklich genau unter diesen schwebenden Inseln war. Und natürlich konnte ich mich hier dann ganz einfach hochbauen, bis ich dann endlich ganz oben angekommen bin. Und schaut euch mal das an. Anscheinend gibt es hier irgend so eine Art Nest. Eine Art Nest von diesen merkwürdigen fliegenden Fledermausratten. Und ich dachte mir, okay, in diesem Nest muss ja irgendwas drin sein. So habe ich mich über dieses merkwürdige Gestrüpp rübergebaut und dann kam diese Meldung hier. Okay, anscheinend riecht es so schlimm, dass diese Fledermausratten nicht mehr herkommen wollen. Okay, warum nicht? Warum nicht? Da nun doch die Mutter dieser Fledermausratten kam, habe ich mir gleich meinen Kite genommen und bin einfach losgeflogen. Einfach weg von dieser fliegenden Insel. Ganz schön episch. Den kompletten 37. Tag habe ich dann damit verbracht, um wieder nach Hause zu finden. Da wir ziemlich weit weg waren, hat das auch ewig gedauert. Ich hatte mich auch gewundert, warum meine Octonite-Axt so langsam Holz abgebaut hat. Und hier stand, dass sie completely corroded ist, also komplett verrostet anscheinend. Deshalb wollte ich die eigentlich mit diesen Scarabist-Ores ein bisschen verbessern, aber anscheinend hat das überhaupt nichts gebracht. Und dann habe ich mal diese andere Axt ausprobiert, die wir gefunden haben, und zwar diesen Hack-Hacker. Und schaut euch mal das an.
40 Damage. Unglaublich. Und nun war es endlich mal Zeit. Ich wollte endlich mal ein paar Pflanzen hier anbauen, wenn das überhaupt möglich war. Ich hatte keine Ahnung. Deshalb habe ich mir erstmal versucht, eine Art Gewächshaus zu bauen und das außen mit Glas zu verschönern. Und ich habe gesehen, dafür brauchen wir ein bisschen Silk. Deshalb bin ich einfach zum nächsten besten Strand gegangen und habe mir hier dieses merkwürdige Silk abgebaut. Und während das im Ofen zu Glas wurde, habe ich dann die Wände noch fertig gemacht. Während wir uns um das Dach gekümmert haben, wurden wir direkt angegriffen. Aber es war natürlich kein großes Problem, denn diese Viecher haben gegen mein Schwert überhaupt keine Chance. Dann habe ich die Wände weiter mit Glas verschönert und es sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Jetzt hat natürlich noch das Dach gefehlt, das wir natürlich auch sofort fertig gebaut haben. Denn wenn es hier regnet, hinterlässt der Ring so merkwürdige Pfützen. Und das wollen wir natürlich im Gewächshaus nicht. Da haben wir natürlich noch ein paar Fackeln platziert und dann waren wir eigentlich so gut wie fertig. Da wir jetzt auch unsere Autobahn, oder wie ich das nennen soll, verändert haben, dachte ich mir, okay, ich muss einfach die komplette Base mal vom Aussehen her ein bisschen verändern. Und dann dachte ich mir auch, okay, ich habe ja noch zwei Wisps in meiner Base und die sehen so ein bisschen aus wie Fackeln. Die platziere ich einfach mal und es sah wirklich ziemlich, ziemlich nice damit aus. Jetzt konnte ich mir auch endlich die Lurker-Skin-Rüstung fertig bauen. Ich hatte endlich das vollständige Set, also komplette Mobilität im Wasser. Ich habe es auch gleich ausprobiert und schaut euch mal das an. Es hat super funktioniert. Wir waren super schnell, konnten viel unter Wasser schauen. Und dann konnte ich mir endlich meine erste Kröte zähmen. Wir hatten endlich unser Reittier. Besser geht's doch gar nicht. Am Morgen von Tag 41 war es Zeit, unsere Rüstung mal wieder zu verbessern, da diese Lurker-Skin-Rüstung einfach zu schwach war. Da bin ich in die Minen gegangen und habe wieder nach etwas Velonite gesucht und es auch tatsächlich später gefunden. Das konnten wir gleich für eine nächste Rüstung benutzen. Und ich habe mir natürlich sofort daraus den Velonite-Helm gebaut und habe ihn auch gleich in unsere Rüstungstruhe gepackt, denn ich wollte die Rüstung für etwas Besonderes aufheben. Danach habe ich meinen Smoking-Rack ausprobiert und es hat tatsächlich endlich mal geklappt. Wir haben ein paar Leaves geholt und tatsächlich dann auch unser Weedwood-Lock ein bisschen verarbeitet und konnten uns dann daraus etwas Borke smoken. Was? Sagt man Borke smoken? Also auf jeden Fall kam unser Dry Bark dann damit raus und damit konnten wir uns endlich Papier bauen. Mit diesem Papier haben wir uns dann auch als allererstes mal einen Nametag gemacht, um unsere Kröte zu benennen, aber ich wusste nicht, wie ich das Nametag bearbeiten soll. Am Tag 43 wollte ich dann zurück zum Slungen und schaut euch mal das an, wir können tatsächlich auf unserem komischen Schild fahren. Aber das ging mir zu langsam, deshalb habe ich mir ein Boot gecraftet und bin damit dann wieder über diesen komischen Ozean gefahren. Kurz später sind wir dann endlich wieder am Slungen angekommen und ich habe gleich mal Moos oben auf die Pillars gepackt und hier auch sofort angezündet. Und schaut euch mal an, was dann passiert ist. Oh yes, der letzte Pillar. Oh mein Gott, was passiert? Oh, was ist das? Was ist das für komische Dinger? What? Ich brenne. Oh, No. Schnell runter. Ich brenne, was ist hier los? Was ist das für Viecher? Das sieht aus wie so eine Kröte, eine Feuerkröte oder sowas. Mein Bogen schießt nicht richtig. Warum? Was hat denn der für ein schlechtes Aim? Da es in diesem Gebäude zu eng zum Kämpfen war, habe ich diese komischen Feuerkröten rausgelockt und die hier dann einfach mit meinem Bogen besiegt. Okay, das ist die letzte der vier Kröten. Eieieiei, oh mein Gott. Aber eigentlich waren die gar nicht so schwierig. Fast den kompletten Tag 44 habe ich damit zugebracht, dieses Rätsel von diesem Slungen zu lösen, indem wir diese komischen Lichter umlenken mussten. Und das hat tatsächlich dann auch geklappt und hat dann auch den Eingang zum eigentlichen Dungeon geöffnet. Wir sind natürlich dann sofort runtergegangen und wurden erstmal direkt von solchen merkwürdigen Würmern angegriffen, die ganze Zeit aus dieser Wand rausgespawnt sind. Das war ziemlich, ziemlich ekelhaft. An sich gab es aber hier in diesem Slungeon ziemlich gutes Loot, vor allen Dingen echt viel zu essen, was in dieser komischen Welt echt wertvoll für uns war. Am nächsten Morgen habe ich mich dann mit unseren Teleportationsstein wieder zurückteleportiert und diese auch gleich wieder im Reanimator reanimiert. Danach wollte ich meine Fragezeichen-Schriftrollen entschlüsseln lassen und während ich dann darauf gewartet habe, dass diese entschlüsselt werden, habe ich mich dann gleich mit meiner Velonite-Rüstung ausgerüstet, da ich mir dachte, okay, jetzt geht's zurück in den Dungeon. Und schaut euch mal das an, in dieser Fragezeichen-Rolle war eine merkwürdige Swift-Pick, eine neue Spitzhacke. Und die haben wir auch natürlich auch gleich wieder mit unserem komischen Erz ummantelt, damit sie nicht so schnell kaputt geht. Danach haben wir noch die anderen Schriftrollen weiter entschlüsseln lassen und dann haben wir das hier bekommen, einen Shadow-Staff, also einen Schattenstab. Damit konnten wir anscheinend Blöcke verschwinden lassen. Ich hatte am Anfang Sorge, dass ich jetzt mein Haus zerstört habe, aber die Blöcke sind dann nach einer Weile wieder zurückgekommen. Das habe ich gleich nochmal ausprobiert und wir können tatsächlich durchlaufen. Am Tag 46 hieß es dann Back to the Slungeon. Also wir wollten zurück in den Slungeon gehen und hier endlich mal herausfinden, was uns dann hier noch alles so erwartet. Wir haben natürlich diese komischen Würmer besiegt und auch diese merkwürdigen Zeichen an der Wand gesehen. Die Würmer wurden wirklich viele. Aber es war natürlich für uns kein Problem, da sie tatsächlich gar nicht so stark waren. Wir haben dann dieses Rätsel gelöst und konnten damit dann die Tür öffnen, indem es dann weiter in den Slungeon geht. Hier haben dann ganz andere Feinde auf uns gewartet. Und zwar waren jetzt nicht mehr diese Würmer, sondern diese komischen Hunde, die uns mit ihrer Zunge rangezogen haben und dann uns irgendwie aufessen wollten. Die Gegner waren zwar schwerer, dafür war der Loot umso besser. Schaut euch mal das an. Ein neuer Bogen und nochmal diese komische Pickaxe. Es hat sich wirklich gelohnt. Dieser Bogen hatte tatsächlich so eine Art Auto-Aim, wenn man das so sagen kann. Also wir haben geschossen und die Pfeile sind dann automatisch zu den Gegnern hingeflogen. Am Tag 47 habe ich dann den ganzen Loot nach Hause gebracht und schaut euch mal das an. Aus der nächsten Fragezeichen-Schriftrolle haben wir eine Skull-Mask bekommen. Wofür die gut ist,
Keine Ahnung. Aber sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Danach habe ich mir endlich mal Valonite Boots gebaut, damit wir unsere Rüstung fast vollständig hatten. Nun hieß es Libellenflügel farmen, da wir genug Pfeile für den Dungeon haben wollten. Ich wollte wirklich perfekt ausgerüstet sein. Und da wir nun von der Ausrüstung wirklich viele Duplikate hatten, dachte ich mir, ich baue einfach ein paar Rahmen und setze die einfach mal an eine Wand für unsere Base. So ein bisschen als eine Art Trophäe. Leider habe ich vergessen, den Anfang von Tag 48 zu recorden. Das ist mir leider erst zu spät aufgefallen, und zwar als wir diesen Spirit Tree besiegt haben. Ja, ich weiß, sorry. Ich werde auch versuchen, so bald wie möglich den nächsten Spirit Tree zu besiegen, damit ihr den Kampf auch mitbekommt. Der war gar nicht so schwer, dank unseres Bogens. Dann haben wir diesen Spirit Tree Sapling bekommen, als wir ihn besiegt haben, und den habe ich auch gleich mal gepflanzt. Und daraus ist dann später tatsächlich auch ein kleiner Spirit Tree gewachsen. Nach diesem Kampf habe ich natürlich sofort meine ganze Ausrüstung wieder repariert und eine kleine Trophäe an der Wand angebracht. Und dann habe ich draußen das erste Mal dieses Geistermesser ausprobiert, und schaut euch mal das an. 65 Schaden. Am Tag 50 ging es dann weiter mit der Suche nach Valonite, und schaut euch mal die neue Pickaxe an. Wie absolut verrückt schnell die hier durch diese komischen Steine durchbuddelt. Wir haben dann auch ein bisschen Scabus gefunden, aber noch kein Valonite. Ich wurde dann angegriffen von einem Wisp, der irgendwelche Projektile auf mich geschossen hat. Keine Ahnung, was das genau war. Leider habe ich den kompletten Tag 50 kein Valonite gefunden. Deshalb dachte ich mir am Tag 51, ich gehe wieder auf Erkundungsreise. Und schaut euch mal das an. Draußen ist der Spirit Tree gewachsen und hier war jetzt so eine komische Maske dran. Ich bin dann mit unserer Kröte auf Erkundungstour gegangen und konnte mich dadurch auch ziemlich schnell bewegen. Ich bin dann bei einem Spawner von der Kröte abgestiegen, habe den Spawner auch besiegt, die Truhe gelootet, und dann ist irgendwie meine Kröte verschwunden. Ich habe sie nicht mehr gefunden und sie war auch nirgendwo in Sicht, deshalb musste ich leider ohne Kröte weiterziehen. Und ohne diese Kröte waren wir wirklich super langsam in dem Sumpf. Und jetzt schaut euch mal das an, was hier gespawnt ist. Absolut keinen Plan, was das ist. Was ist das? Was ist das? Schaut euch das an. Was ist das für ein Vieh? Boah. Da ich keine Ahnung hatte, wer oder was hier gespawnt ist, bin ich dann natürlich sofort zurück zu unserer Base gelaufen und habe erstmal ein Buch gecraftet. Und mit diesem Buch konnten wir anscheinend irgendwelche Experimente machen. Leider musste am nächsten Tag der Gecko auch für diese Experimente hinhalten. Und wir konnten anscheinend den Gecko füttern und uns dann Sachen in dem Buch notieren. Na, ich habe es nicht so richtig verstanden. Da bin ich zum Spirit Tree gereist und habe hier mal die alten Wurzeln abgebaut, weil ich mir dachte, vielleicht können wir ja unseren Spirit Tree damit so ein bisschen vergrößern. Und das habe ich tatsächlich dann auch am nächsten Tag gemacht. Und es hat auch funktioniert. Die Maske konnte sich dann auch hier in diesem Bereich etwas weiter bewegen. Und tatsächlich hat auch diese Maske Monster für uns angegriffen. Nun wollte ich natürlich die Atmosphäre hier etwas Spirit Tree-mäßiger machen. Deshalb habe ich diese ganzen komischen Steine gesetzt und diese dann auch mit Wisp verschönert. Also mit diesem komischen Feuerviechern. Das sah auch gar nicht so schlecht aus. Und schaut euch das an. Hier war nun die Maske, die uns beschützt hat vor allen den bösen Monstern. Ich dachte mir, es wurde wieder Zeit für Abenteuer, deshalb hieß es zurück in den Slungeon, zurück zu diesen merkwürdigen Monstern. Dann wurde es ziemlich chaotisch. Ich wurde von diesen Würmern in die nächste Etage runtergeschubst und von allen Monstern auf einmal angegriffen. Eigentlich hatte ich gutes Gear dabei und es ist nicht viel Schlimmes passiert. Dann konnte ich jetzt eines dieser Löcher abbauen und habe dann auch eines dieser Eier von diesen merkwürdigen Viechern gefunden. Die zweite Etage war wie gesagt voller dieser merkwürdigen Hunde, die uns angegriffen haben. Und ich habe dann auch das Rätsel gelöst von dieser Tür und bin dann auch in die nächste Etage wieder runtergegangen. Die dritte Etage sah nun eher aus wie ein Dungeon, und zwar mit diesen merkwürdigen Sperrfallen auf dem Boden, die sofort rausgekommen sind, wenn wir nur drüber geschlichen sind. Und es gab auch überall diese merkwürdigen Käfer, die einen rangesaugt haben, direkt in diese mörderischen Fallen. Und das war noch nicht das Schlimmste. Das Schlimmste waren diese ekelhaften Würmereier auf dem Boden. Am nächsten Tag bin ich dann aus dem Dungeon rausgegangen und habe dann diese Sludge Balls abgebaut und zu Hause herausgefunden, dass ich daraus auch Sludge Jello machen kann. Danach habe ich mir eine Karte gecraftet und verschiedene Gebiete hier drauf gesehen. Aus diesen Sludge Jellos konnte ich dann sogar auch noch Sap Jellos machen, die auch gleichzeitig noch meinen Decay heilen. Während ich am nächsten Tag meine Rüstung im Animator reparieren lassen ließ, habe ich mir eine neue Hose gecraftet, da ich gesehen habe, ich bin komplett ohne Hose in den Dungeon gegangen. Danach habe ich mir noch den ganzen Rest meiner Ausrüstung reparieren lassen, mich genug mit Essen versorgt und dann wieder zurück in den Slungeon. Hier wurde es jetzt Zeit für die vierte Etage. Hier gab es diese merkwürdigen fliegenden Köpfe und dann ist das passiert. Das war schon mit der vierten Etage? Das war ja schnell. Oh mein Gott! Was ist das? Nein! Schnell weg! Schnell weg! Oh, saug mich nicht ran! Oh, diese komische Käfer! Oh, no, no, no! Ich muss weg hier! Was ist das? Bitte schön! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, es kommt näher! 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 Berishy Liar! Berishy Liar! Okay, okay! Oh, wir müssen das Vieh besiegen! Wir müssen das Vieh unbedingt... Oh, ist das... Was macht das? Ist das gruselig? Ist das gruselig? Okay, schnell weg! Okay, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ist gar nicht so schwer. Was macht das? Oh ne, jetzt machst du diese komischen Schallwellen. Oh, meine Energie. Die Hälfte der Energie abgezogen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es
kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Leute. Oh mein Gott. Banshees in the Barriers. Wir haben es besiegt. Dieses komische Banshee-Vieh hat einen Schlüssel gedroppt und dann haben wir auch das hier gefunden, eine neue Superwaffe, The Ancient Battle Axe. Mit diesem Schlüssel konnte ich endlich die Tür zur 5. Etage öffnen. Wir sind natürlich dann sofort runtergegangen und dann kamen diese merkwürdigen Gegner, irgendwelche Tentakeln aus dem Boden. Schaut euch mal den Boden an, alles voll mit diesem merkwürdigen Schleim und wir sind die ganze Zeit ausgerutscht. Ich bin dann aus dem Dungeon rausgegangen und habe mir dann gleich mal diesen Ring genommen, Ring of Gathering, keine Ahnung, was der macht. Als ich dann am nächsten Tag in der Base so eine Schriftrolle entschlüsseln lassen habe, habe ich dann so einen komischen Magnet daraus bekommen. Danach wollte ich dann noch meine Base etwas verschönern und habe dann diese merkwürdigen Mudbricks überall aufgebaut, damit wir auch mal eine Außenmauer haben. Denn somit können keine Gegner mehr in unsere Base eindringen. An Tag 16 wurde es Zeit, mich mal mehr um meine Farm zu kümmern. Deshalb habe ich mir erstmal so einen Komposter gebaut, da ich mir dachte, Kompost brauchen wir bestimmt, um irgendwelche Samen hier anzubauen. Dann habe ich probiert, den zu öffnen, habe es dann auch tatsächlich hinbekommen und hier auch den Kompost dann reingeworfen. Oder sagen wir nicht den Kompost, sondern das, was kompostiert werden sollte. Und dann habe ich es einfach kompostieren lassen. Und dann kamen diese merkwürdigen Würmer raus. Ich meine, eigentlich sind der Regenwürmer gut für den Boden, oder nicht? Den Rest des Tages habe ich dann damit zugebracht, die ganze Ebene um und in meiner Base einzuebnen. Am Tag 61 habe ich dann damit weitergemacht, die Base zu verschönern. Denn mal ganz ehrlich, wer will in einer Base wohnen, in der es nicht schick aussieht? Deshalb habe ich hier und da ein bisschen was platziert, ein bisschen was weggenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese fliegenden Blöcke gingen mir irgendwann sowas von auf die Nerven. Ich habe dann auch probiert, ein bisschen den Kompost zu verarbeiten, den wir nun endlich bekommen haben. Und habe diesen dann auf die Felder getragen. Ich habe dann ein Achievement bekommen und dann auch tatsächlich was gepflanzt, aber so richtig zufrieden war ich auch nicht. Diesen Frust muss ich natürlich jetzt irgendwo auslassen. Deshalb bin ich am Tag 62 zurück in den Slungeon gegangen und habe versucht, hier weiter voranzukommen. Und ihr seht schon, ich habe mich wieder diese komischen Tentakeln angegriffen und diese merkwürdigen Leuchteblumen kamen. Ich habe dann noch eine Kiste gefunden und die auch natürlich sofort gelootet und hier auch wieder diesen interessanten Bogen gefunden. Und diese merkwürdigen Pflanzen haben dafür gesorgt, dass meine Sicht immer so merkwürdig war. Die haben anscheinend irgendwelche Rauchbomben geworfen. Dann habe ich es geschafft, in die nächste Ebene vorzudringen und schaut euch mal an, was hier unten passiert. Es kamen total merkwürdige Gegner auf uns zu. Ich würde die fast schon so ein bisschen beschreiben wie Würmer? Nacktmulche? Nacktmulle? Ein Nacktmull, würde ich sagen. Diese Nacktmulle waren unglaublich stark. Deshalb musste ich sie aus der Entfernung mit meinem Bogen besiegen. Das hat auch ganz gut geklappt. Dann bin ich runtergefallen und wurde von einem kleinen Nacktmull angegriffen. Der war aber für unsere Axt überhaupt kein Problem. Ich bin dann natürlich sofort zurück und konnte dann am nächsten Morgen dieses Holz, was ich in diesem Slungeon gefunden habe, sofort in meinem Gewächshaus einbauen. Das sah gar nicht so schlecht aus. Dann bin ich wieder in die Minen gegangen, weil ich unbedingt etwas Sulfur brauchte. Ich habe natürlich dann auch viel Sulfur gefunden und konnte es dann auch alles natürlich mit dem Vein Mining sofort abbauen. Danach habe ich dann auch gleich noch mit der neuen Pickaxe ein bisschen weiter tiefer in die Höhlen reingekramt, um etwas Valenite zu suchen. Und sehe an, ich habe es tatsächlich auch gefunden. Und zwar gar nicht mal so wenig. Daraus konnte ich dann natürlich sofort meine Valenite-Hosen bauen und hatte dann endlich ein vollständiges Valenite-Set. Da ich nur noch etwas übrig hatte, habe ich mir sofort eine Sichel gebaut und wollte gleich mal dieses merkwürdige Experiment probieren mit dieser Eidechse, die wir da hatten. Und ich muss sagen, ich habe überhaupt nichts verstanden. Deshalb ging es nun zurück in den Slungeon. Ich habe ja auch gleich wieder eine Tür aufgemacht und ihr seht schon, diese komischen Nacktmulle haben uns sofort angegriffen. Ich habe mir gleich so ein paar Mauern gebaut und dachte mir, vielleicht kann ich so ein bisschen cheesen. Hat auch ganz gut geklappt. Ich habe erst mit meinem Bogen ein bisschen draufgeschossen und danach dann probiert, es mit dem Nahkampf ein bisschen zu machen. Hat auch ganz gut geklappt. Also ich konnte sie anscheinend irgendwie immer anlocken. Sie kamen dann zu mir gelaufen und konnte sie dann auch mit meiner Axt unter diesem komischen Stein, was ich platziert habe, hauen. Dude, das ist so einfach gecheest. Alter Schwede. Oh mein Gott, zubauen, zubauen. Oh, no, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Ich will nicht hier sterben, ich will nicht hier sterben. Nein. Oh mein Gott, war das dumm. Oh mein Gott, war das dumm. Nach diesem merkwürdigen Überraschungsangriff war ich natürlich etwas vorsichtiger und ich habe die ganze Zeit diese komischen Geräusche von diesen Nacktmullen gehört. Die ganze Zeit. Am nächsten Tag haben wir es dann tatsächlich noch weiter in den Slungeon geschafft, noch eine Etage tiefer. Und schaut euch mal das an. Das war eines der interessantesten Sachen, die ich hier gesehen habe, und zwar diese bewegenden Wände. Ich bin damit auch ziemlich weit gekommen. Die Wände haben mich dann aber auch ein, zwei Mal eingequetscht. Also ich war kurz davor, wirklich erstickt zu werden. Und es hat mich auch die ganze Zeit so ein merkwürdiger, schwebender Kopf, so eine Art Geist oder was auch immer, das war angegriffen. Die Etage haben wir natürlich auch locker geschafft und jetzt ging es runter. Jetzt ging es endlich runter in den finalen Raum. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn das? Holy guacamole. Alter Schwede. Anscheinend habe ich den finalen Raum des Slungeons gefunden. Ich wurde auch die ganze Zeit von diesen merkwürdigen Sludge-Würmern angegriffen. Die sind anscheinend irgendwie in der Mitte gespawnt oder so. Ich habe auch probiert, mit diesen merkwürdigen Explosionssteinen in die Mitte zu schießen, aber es hat anscheinend gar keine Auswirkungen gehabt.
Nachdem ich nun alle Gegner besiegt habe, habe ich dann versucht herauszufinden, was ich dann mit diesen merkwürdigen Strahlen machen musste. Vielleicht in die Mitte schießen, vielleicht auch irgendwas anderes tun, und ich wurde andauernd irgendwie festgehalten. Wie damals bei diesem merkwürdigen Baum, bei diesem Spirit Tree. Da war ich mutig, bin runtergesprungen und habe versucht, hier in der Mitte etwas zu finden. Und ihr seht gleich, was passiert ist. Ein Haufen von diesen Würmern und Maden sind gespawnt. Es war wirklich widerlich. Danach habe ich dann weiter auf die Mitte geschossen und es hat sich tatsächlich was getan. Jedes Mal, wenn man alle vier komischen Vierecke getroffen hat, ist es weiter runtergegangen und ganz am Schluss nach komplett unten gefallen. Diese merkwürdige mittlere Plattform. Ich dachte mir, das war's jetzt, da hier auch die ganzen Erfahrungspunkte gedroppt sind. Aber das war es noch lange nicht. Jetzt ist es endlich erschienen. Dieses merkwürdige Vieh, dieser merkwürdige Gegner, Sludge Manners. Anscheinend war es eine Art Tentakel, die aus dem Boden herausgeguckt hat. Die war auch nicht besonders stark und hat auch nicht viel Schaden gemacht, aber der Raum war das, was mich fertig gemacht hat. Der Raum, überall waren diese Stacheln, die herausgefahren sind. Überall waren diese merkwürdigen Fallen. Tatsächlich konnte ich mit meiner Ancient Battle Axe etwas Schaden ausrichten. Dem Monster hat das natürlich überhaupt nicht gefallen und ihr seht, es hat diese merkwürdigen Würmer gespawnt, die mich angegriffen haben. Ich habe auch gemerkt, dass mein Essen immer knapper wurde. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, dann doch letztendlich wegzugehen und später nochmal wiederzukommen. Nach meiner Rückkehr habe ich dann den nächsten kompletten Tag damit zugebracht, die Farm etwas auszubauen und diesen merkwürdigen Sensor zu bauen. Ich habe natürlich auch probiert, so viel Essen wie möglich zu besorgen, damit wir es wirklich mit diesem Tentakelmonster-Vieh aufnehmen können. Am Tag 68 habe ich dann auch teilweise verstanden, wie dieser merkwürdige Sensor funktioniert hat. Und zwar mussten wir hier dieses komische blaue Kraut reintun und hat anscheinend auch im Raum die Luft so ein bisschen erfrischt. Und danach habe ich etwas ausprobiert. Und zwar habe ich gelesen, dass man mit einer Flasche diese merkwürdigen Schattenviecher, diese komischen Rauchwesen einfangen konnte. Und tatsächlich hat das auch geklappt. Ich wusste zwar nur nicht wofür, aber wir hatten das Vieh in der Flasche. Langsam wurde unser Essensvorrat immer größer. Und anscheinend hat der Sensor auch so gut funktioniert, dass sie zu merkwürdigen Pflanzen gewachsen sind. Und danach wollte ich mir etwas Sludge holen, um dieses Sludge Jelly zu craften und ich habe gesehen, bei diesem Dungeon hat sich dieses komische Tentakel regeneriert. Das heißt, ich musste mich beeilen. Ich musste mich also noch weiter vorbereiten und bin dann am Tag 70 wieder in die Höhlen gegangen, um noch ein paar von diesen Life Crystals zu suchen und habe anscheinend am Anfang noch keine gefunden. Ich habe aber dieses komische abgestandene Wasser gefunden und wollte mal sehen, was passiert, wenn sich das mit normalem Wasser mischt. Hat aber überhaupt nichts gebracht. Danach wurde ich von einer Horde von diesen Hacks angegriffen. Leider war ich zu doof und habe nicht diese Hackaxe mitgenommen. Und letztendlich habe ich dann doch einen Life Crystal unter Wasser gefunden und ihn natürlich sofort abgebaut, um damit dann auch unsere Rüstung wieder reparieren zu können. Am nächsten Tag bin ich wieder an die Oberfläche gegangen und habe dann natürlich die ganzen Life Crystals benutzt, um diese merkwürdigen Schriftstrollen zu entziffern. Und schaut euch mal das an. Auf einmal ist draußen der Himmel rot geworden und die Musik wurde so merkwürdig. Oh no, was passiert hier? Oh, no, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Was geht hier ab? Oh, no, schnell zurück. Schnell nach Hause. Zu Hause angekommen wurde meine Base von merkwürdigen Sachen angegriffen. Und zwar von diesen merkwürdigen Fledermausreitern und auch von einigen Hacks. Wir konnten uns aber verteidigen und ich dachte mir, okay, es wird Zeit, die Base auszubauen. Wir müssen unbedingt unsere Mauern hochziehen. Nachdem ich mir nun ein Valor Knight Shield gemacht habe, dachte ich mir, ich war bereit. Ich war nun bereit, es endlich wieder mit Sludge Manners aufzunehmen. Als ich unten angekommen war, war es natürlich wieder komplett regeneriert, aber wir hatten genug Essen dabei, um endlich richtig zu kämpfen. Und wir fingen auch gleich an zu kämpfen. Natürlich hat Sludge Manners auch gleich wieder diese merkwürdigen Würmer gespawnt, aber es war für uns kein Problem, denn wir hatten starke Waffen dabei. Und auch natürlich genug Essen. Deshalb dachte ich mir, okay, weiter geht's. Einfach angreifen. Immer weiter angreifen. Ich wurde zwar etwas greedy und unvorsichtig, aber letztendlich haben wir es dann doch besiegt. Gerade so mit 3 Herzen übrig. Wir haben es geschafft. Wir haben Sludge Manness, den stärksten Boss in den Betweenlands, besiegt. Und jetzt haben wir einen merkwürdigen Ring gefunden. Und zwar einen Ring, mit dem wir durch Wände laufen konnten, indem wir einfach gesneakt sind. Das war ziemlich interessant. Nun wollte ich natürlich auch noch die ganzen Fallen und die ganzen anderen besonderen Blöcke dieses Dungeons abbauen. Es hat auch funktioniert tatsächlich, außer natürlich die Stachelfallen. Das ging nicht so gut. Und ich konnte mich natürlich auch noch daran erinnern, dass ich vergessen habe, diesen ersten Kampf gegen den Spirit Tree zu recorden. Deshalb habe ich mir ganz schnell noch einen neuen Spirit Tree gesucht und habe mir gedacht, okay, jetzt zeige ich es euch. Jetzt zeige ich euch, wie wir diesen Spirit Tree besiegen. Und dank diesen Marshmallows konnte ich ziemlich hoch springen und immer über diese merkwürdigen Wurzellawinen springen. Letztendlich war dieser Spirit Tree für uns auch überhaupt kein Problem und wir konnten ihn ziemlich schnell besiegen. Und haben dann auch gleich wieder einen neuen Spirit Tree Sapling gefunden, den wir auch gleich natürlich in der Base platziert haben. Und zur Feier des Tages habe ich dann zu Hause diesen
merkwürdigen Block aus dem Slungeon oben auf unserer Base gebaut und die ganzen verschiedenen Pilare mit dem Moos und dem Octanite-Ingot entzündet. Jetzt habe ich auch noch von diesem Spirit Tree dieses Spark-Amulett ausgerüstet und schaut euch mal das an. Dank diesen Amulettes konnten wir nun sehen, wie viele Energie die Gegner hatten. Tag 75 bis 78 bin ich umhergezogen, um diese verschiedenen Lurker-Skins zu bekommen, um damit unseren Ballon zu bauen. Und ja, ihr habt richtig gehört, einen Ballon, und zwar ein Dreadlon Luftschiff. Das konnten wir uns nun endlich fertig craften. Und schaut euch mal das an. Wir brauchten dafür ziemlich viele Ressourcen, aber es hat geklappt. Ich habe es auch platziert und es sah echt phänomenal aus. Das einzige Problem war, ich hatte keine Ahnung, wie man damit abhebt oder wie man sich damit fortbewegen konnte. Deshalb sind wir zu Fuß weitergelaufen und ich habe wieder einen dieser merkwürdigen Tower gefunden, in denen ziemlich viele Spawner und auch ziemlich viel Loot war. Ich bin in den Tower hochgeklettert, habe hier und da ein paar Spawner abgebaut und hatte auch ein Glück zwei neue Amulette dabei, die mich beschützten. Dann habe ich endlich die Spitze des Turmes erklommen und hier auch die ganzen Schatztruhen gelootet. Und kurz danach ist tatsächlich auch dieser Turm zusammengestürzt und wir mussten so schnell wie möglich raus, damit wir nicht zerquetscht werden von den fallenden Steinen. Ich bin dann natürlich sofort zurück zur Base gegangen und habe meine Ausrüstung repariert, denn anscheinend ist durch die fallenden Steine mein Helm kaputt gegangen. Ich habe mir dann noch einige Pfeile gecraftet und diese Fragezeichen-Schriftrolle entschlüsseln lassen und schaut euch mal das an. Wir haben eine Art Wolkenstab gefunden, mit dem wir diese Wolken erschaffen haben, auf die wir laufen konnten. Und ich hatte mir das für eigentlich das perfekte Mittel gegen diesen merkwürdigen Baum, der immer diese Wurzeln geschossen hat. Tag 82 und Tag 83 war ich auf der Suche nach einem Schloss. Und zwar nach diesem Geisterschloss, von dem ich schon viel gelesen habe. Ich konnte aber leider keins finden. Deshalb bin ich zurück zur Base gegangen. Den kompletten 84. Tag habe ich dann damit zugebracht, die Erde um unsere Base wegzugraben und in unsere Base zu platzieren, damit wir hier endlich mal eine gerade Ebene haben und uns auch schön wohlfühlen können. Da es eines meiner Ziele war, so viele Bossgegner wie möglich zu besiegen, dachte ich mir, jetzt ist wieder diese komische große Krähe dran, diese riesengroße Fledermaus. Deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht, wieder so ein Nest zu finden und uns hochzugraben. Als ich dann oben rausgekommen bin, habe ich mich natürlich erstmal umgeschaut und es auch sofort gesehen. Das Nest dieser komischen Fledermaus. Ich habe auch ein Glück meinen Gleiter mitgenommen, denn ich wusste genau, wir können von dieser Fledermaus hochgenommen werden und runtergeworfen werden. Und mit diesem Gleiter haben wir gleich die Chance, wegzufliegen und sicher zu landen. Dann habe ich mich darauf gemacht, gleich in das Nest zu springen, denn ich wusste, wenn wir in die Mitte des Nests kommen, dann können wir dieses komische Biest vertreiben. Aber ihr könnt schon sehen, das Biest hat uns hochgenommen und wollte uns gleich wegwerfen. Deshalb bin ich gleich wieder in unsere Höhle gerannt, aus der wir hochgekommen sind. Von hier aus konnte ich in aller Ruhe beobachten, wie anscheinend diese Fledermausreiter und diese große Fledermaus sich gegenseitig bekämpft haben. Und da dachte ich mir, okay, ich schaue einfach mal zu und sehe mal, was passiert. Dann wollte ich noch einen Sprung ins Nest wagen und ihr seht ja, was passiert ist. Wir sind einfach gnadenlos daneben gesprungen. Okay, das Vieh hat mich und will mich runterwerfen. Hier haben wir trainiert, Den Gleitschirm, Alright, let's go. Yeehoo! Not today. Nice, es hat tatsächlich geklappt. Jetzt war ich natürlich umso motivierter, es mit dieser großen Fledermaus aufzunehmen. Deshalb bin ich sofort wieder hochgeklettert, habe es auch gesucht, aber gar nicht gefunden. Deshalb dachte ich mir, okay, Aufgabe Nummer 1 sollte erstmal sein, in das Nest zu springen. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann auch dieses Ei mitgenommen. Das konnte ich mit dem Kescher aufnehmen und habe dann auf der ganzen Insel weiter gesucht, es aber nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, ist dieses merkwürdige Krokodil. Und ich dachte mir, wie kommt ein Krokodil auf so eine hohe Insel? Also das war mir wirklich ein großes Rätsel. Als ich dann die Fledermausreiter beobachtet habe, wurde ich dann tatsächlich doch wieder von diesem komischen Vieh angegriffen. Und ich muss sagen, ich bin schnell weggegangen. Es hat ein Glück gewittert, denn schaut euch mal das an. Anscheinend wurde dieses Vieh von einem Blitz getroffen und ist dadurch gestorben. Ich meine, okay, ich schätze mal, das zählt als besiegt, oder? Jetzt fühlte ich mich natürlich umso mutiger und bin dann natürlich sofort wieder nach Hause gegangen und dachte mir, ich lege mich gleich mit noch einem großen Monster an. Und zwar mit dem Tarbeast. Das hat mich auch angegriffen, aber ich konnte es dann aus der Entfernung besiegen, denn anscheinend kam es irgendwie nicht aus seiner komischen Tarhöhle heraus. Es hat dann auch so eine Art Herz oder was auch immer das war gedroppt. Ich konnte damit aber nicht so richtig was anfangen. Am Tag 87 wollte ich meine Base weiter ausbauen und bin dann erstmal zum großen Spirit Tree gegangen und wollte mir etwas Spirit Tree Logs mitnehmen und habe dann gesehen, anscheinend war nach dem Tod des Spirit Trees hier eine große Seuche oder sowas. Oder anscheinend hat der Spirit Tree dieses Gebiet hier bewacht. Dann schaut euch mal das an. Jetzt liegt hier überall auf dem Boden dieses ekelhafte Sludge-Zeug. Ich habe dann etwas Spirit Tree Logs mitgenommen und damit meine Base weiter ausgebaut. Hatte aber leider nicht genug. Deshalb dachte ich mir, okay, ich muss einfach mal auf die Reise gehen und muss mal einen neuen Spirit Tree suchen. Ich wollte eigentlich mit meinem Luftschiff losfliegen. Habe das auch mit Treibstoff gefüllt, aber irgendwie konnte ich das nicht starten.
Und um mehr Platz für den Spirit Tree Sapling zu schaffen, dachte ich mir, okay, dieser große, verfaulte Baum in meiner Base muss weg. Als ich dann den kompletten 88. Tag damit zugebracht habe, einen neuen Spirit Tree zu suchen, habe ich dann auch letztendlich einen gefunden und ihn natürlich sofort angegriffen. Wir hatten ein Glück auch eine Menge Pfeile dabei und konnten dadurch auch diese kleinen Spirit Tree Masken schnell besiegen. Und jetzt schaut euch mal das an. Dank des Wolkenstabes konnten wir ganz einfach zur Maske gehen und ihr auch die ganze Zeit angreifen. Aber mir war es dann doch sicherer, aus der Entfernung den Spirit Tree anzugreifen. Denn schaut euch mal das an. Er konnte auch diese komischen Spikes rausschießen, die ziemlich viel Damage gemacht haben. Letztendlich konnte ich ihn dann doch den finalen Schlag versetzen und habe dann auch wieder einen Sapling bekommen und konnte jetzt die ganzen Sachen vom Spirit Tree abbauen und hatte somit ziemlich viele Logs für unsere Base. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wofür brauchen wir denn all diese Spirit Tree Logs? Und diese freundlichen Spirit Tree Masken, die kommen, wenn wir diesen Baum anpflanzen, verteidigen nun unsere Base, wenn Gegner kommen. Ich habe jetzt mal im Reanimator ein kleines Experiment gewagt und habe hier die Pilzsporen reingesetzt und schaut euch mal das an. Wir haben eine Kreatur erschaffen und zwar so ein komisches Pilzvieh. Deshalb dachte ich mir, okay, den sperren wir schnell ein, das wird unser neuer bester Freund hier in dieser einsamen Dimension. Jetzt natürlich die Frage, wie soll unser Pilzfreund heißen? Schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Da ich nun wieder auf die Suche nach diesem Geisterschloss gehen wollte, dachte ich mir, okay, es wird Zeit, unser Boot zu verbessern. Das konnte ich auch mit diesem komischen Tar-Beast-Drop machen. Dadurch wurde anscheinend mein Boot besser und ich konnte dann auch noch eine Laterne für das Boot craften, die ich natürlich sofort angebracht habe. Und schaut euch mal das an, das sieht jetzt ziemlich, ziemlich gut aus. Bevor ich nun aber auf die Reise ging, dachte ich mir, ich brauche wieder so einen Pilzfreund in meiner Base, weil der alte ist irgendwie verschwunden. Deshalb dachte ich mir, okay, den Reanimator, den baue ich ein bisschen in so einem Gehege ein, damit ich hier diesen Pilzfreund mir wieder craften kann. Die habe ich dann auch gemacht, habe dann die Tür aufgemacht und erst sofort weggerannt. Ab in die Freiheit, mein Freund, ab in die Freiheit. Danach machte ich mich auf die Suche zu dem Geisterschloss und ich bin ziemlich lang mit meinem Boot unterwegs gewesen. Und schaut euch das an. Endlich war es dort. Endlich haben wir es in einem Sumpf gefunden und zwar dieses merkwürdige Geisterschloss, diese merkwürdige Geisterburg. Ich bin natürlich sofort reingegangen und bin auch direkt in den Brunnen am Anfang reingesprungen. Denn mir wurde der Tipp gegeben, ich soll da unbedingt reintauchen. Und es hat sich tatsächlich ziemlich gelohnt. Unsere Rüstung war eigentlich ziemlich stark. Wir wurden ziemlich langsam. Ich habe mich auch gewundert, warum. Und habe dann auch gesehen, okay, das Wasser war dieses verseuchte Wasser, das uns sofort diese komische Krankheit gibt. Deshalb dachte ich mir, okay, ich besiege erstmal die ganzen Gegner hier unten drin. Weil ihr seht schon, es sind ziemlich, ziemlich viele. Als ich dann diese Gegner besiegt habe und mich umgeschaut habe, habe ich gesehen, alter Schwede, das sind Valonite-Blöcke. Schaut euch das an. Komplette Valonite-Blöcke. Dieses seltene Erz, was total kostbar ist, es lag hier einfach in Blöcken herum. Das haben wir natürlich alles sofort abgebaut. Und ich dachte mir, wow, jetzt sind wir reich. Jetzt sind wir reich. Jetzt haben wir es geschafft. Ich bin da wieder hochgetaucht und wurde unvorsichtig und bin fast gestorben. Schaut euch mal das an. Wir haben nur noch 3 Herzen und wurden direkt von 2 Hacks angegriffen. Aber ich bin sofort aus diesem komischen Stronghold raus und habe mich auch direkt nach Hause teleportiert. Als ich dann zu Hause angekommen bin, dachte ich mir, ey, diese Valonite-Blöcke, die muss ich platzieren, um einfach zu zeigen, wir haben es geschafft. Schaut euch das mal an, wie viel wir einfach mal haben. Das ist unglaublich. Jetzt hieß es zurück zum Schloss und die weiteren Etagen erkunden. Bin dann hochgeklettert und habe dann gesehen, boah, das ist riesengroß, dieses Gebäude. Und wurde auch von diesen merkwürdigen Geisterviechern angegriffen. Und es war auch so ähnlich wie beim Slungen. Und zwar, dass dieses ganze Gebäude morsch war und irgendwie zusammengebrochen ist. Bin dann noch eine Etage höher gegangen und war dann auf eine Art Dach oder sowas. Und wurde auch von diesen Geisterviechern angegriffen, aber hatte eigentlich mein Messer dabei. Dann gab es diesen Raum hier mit diesem merkwürdigen Energieding in der Mitte. Aber keine Ahnung. Deshalb habe ich weitergeguckt und habe versucht, mich ein bisschen mit diesem Sprung-Marshmallows nach oben zu cheaten. Und habe es dann auch geschafft. Und habe hier oben auch eine coole Truhe gefunden und bin runtergefallen. In dieser Truhe gab es dann tatsächlich auch einen Ring. Und zwar The Ring of Ascent. Ich bin dann nach Hause gegangen, habe dann diesen Ring ausgerüstet und schaut euch mal das an. Wir konnten fliegen. Wir konnten mit diesem Ring fliegen. Es war uns möglich, damit über diese Sumpflande zu fliegen. Damit habe ich mich natürlich auf die Suche nach einem neuen Spirit Tree gemacht. Ich habe dann auch diese ganzen Pfeiler beim Spirit Tree alle mit Wisps vollgepackt, damit der Spirit Tree wirklich seine maximale Stärke erlangt. Und schaut euch mal das an. Wir waren so gut wie unverwundbar gegen diesen Spirit Tree. Denn diese komischen Nadellawinen, die er gemacht hat, die haben uns überhaupt nichts ausgemacht. Wir sind einfach drüber geschwebt. Wir hatten natürlich sehr, sehr viele Pfeile dabei und ich habe mir versucht, mit diesen Pfeilen zu besiegen. Aber es waren nicht genug, um den maximal aufgepowerten Spirit Tree zu besiegen. Deshalb musste ich dann doch noch mit meiner Axt nah rangehen und ihn versuchen, mit dem Nahkampf fertig zu machen. Das hat dann auch funktioniert und er hat dann eine gigantische Spirit Tree Maske gedroppt. Und ich muss schon sagen, die sieht gar nicht so schlecht aus. Zwar ein bisschen groß, aber naja, wieso nicht, wieso nicht. Und dann dachte ich mir, okay, ich brauche unbedingt ein paar Rüstungsstände, um mal meine ganze Rüstung zu präsentieren, die wir jetzt schon gesammelt haben. Wir haben uns natürlich aus den Valonite-Blöcken komplett neue Valonite-Rüstung gemacht und dann die alte auf diese Rüstungsständer gemacht. Und dann noch diese merkwürdige Krokodilrüstung, die wir uns damals mal gecraftet haben.
gecraftet haben. Und dann habe ich herausgefunden, dass auch unser zweiter Spirit Tree Sapling endlich zu einem Baum geworden ist. Jetzt wurde es also Zeit, zurück in die Geisterfestung zu gehen und hier noch ein bisschen weiter zu erforschen und zu erkunden. Denn ich glaube, wir sind hier noch nicht fertig. Dann habe ich einfach mal probiert, diese komischen Pilare abzubauen und es hat tatsächlich auch funktioniert. Und schaut euch mal das an. Anscheinend sind hier irgendwelche Teile in die Mitte reingeflogen. Das habe ich natürlich auch mit allen anderen drei Teilen gemacht. Und sie sind dann auch alle wieder in die Mitte geflogen und als ich dann das letzte abgebaut habe, ist es in die Mitte geflogen und es hat dann ein Schwert gedroppt. Und ich hatte keine Ahnung, was das für ein Schwert war, aber anscheinend war es irgendein starkes, seltenes Schwert. Das habe ich natürlich dann auch versucht, gleich auszurüsten. Und schaut mal an, was wir hiermit machen können. Wir können eine Art Schockwelle auf dem Boden erzeugen. Ich bin dann weiter auf die Festung hochgeklettert und habe dann das hier gefunden. Und zwar ein Schild. Nur der das Schwert hat, darf hier durch. Was für ein Schwert? Wahrscheinlich das, was wir gefunden haben. Und ich wurde dann runtergeschleudert, weil ich ohne Schwert durchgehen wollte. Aber ein Glück hatte ich meinen Schwebering dabei. Deshalb ist uns einfach nichts weiter passiert. Nachdem ich dann nochmal zu Hause war, um meine Ausrüstung nochmal aufzustocken, dachte ich mir, okay, zurück zum Schloss. Das war natürlich mit unserem Schwebering überhaupt kein Problem, denn wir konnten einfach über das Wasser schweben. Dann bin ich wieder nach ganz oben gegangen, bis zu dieser merkwürdigen Barriere, die wir nur mit unserem Schwert anscheinend passieren konnten. Das hat auch funktioniert diesmal. In der Mitte des Raumes war so ein komisches Auge, was auf uns zugeflogen ist. Und dann dachte ich mir, okay, ich schaue es an. Ich schaue es an, bis es zu uns geflogen ist und wir wurden dann tatsächlich nach ganz oben teleportiert. Und schaut euch auch mal das an. Eine Boss-Bar ist auf einmal aufgetaucht. Und zwar ging dieses merkwürdige Monster hier oben. Es ging los. Das war der finale Kampf. Der finale Kampf in den Betweenlands. Und zwar anscheinend der Herrscher dieser Geisterfestung. Der hat uns natürlich auch sofort angegriffen und diese komischen Symbole auf dem Boden gezeichnet und diese komischen Geisterköpfe und auch die Geister beschworen. Aber es war für uns überhaupt kein Problem, da wir dieses Geistermesser dabei hatten. Und ich habe mich gefragt, wie können wir dieses Vieh besiegen und habe es dann durch Zufall auch herausgefunden. Tatsächlich mussten wir diese komischen Bälle, die diese Geister gespuckt haben, auffangen und zurückschleudern. Die Sache ist die, man konnte aber auch von der Festung runtergeschleudert werden. Das ist uns auch ein paar Mal passiert. Okay, jetzt habe ich den Ball. Warten, zielen und feuern. Jawohl, unsere Chance. Unsere Chance. Okay, angreifen. Okay, naja, anscheinend können wir immer noch gar keinen Schaden machen. Okay, was ist passiert? Was ist passiert? Irgendwie hat das überhaupt nichts gebracht. Doch, 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 ein Loch. Eine offene Stelle. Oh mein Gott. Jetzt wusste ich es endlich. Jetzt wusste ich, wie wir dieses Monster, dieses Boss-Monster, dieses Boss-Vieh besiegen. Und je öfter wir es runtergeschossen haben, desto mehr Teile von seinem Schutzschild sind verloren gegangen. Nachdem ich die Hälfte seiner Energie abgezogen hat, hat es diese besondere Attacke hier gefeuert. Und zwar keine Ahnung, wie viele Energiebälle auf einmal. Und dieses Vieh hatte unglaublich viel Energie. Und es hat tatsächlich insgesamt 3 Tage gedauert, bis wir es besiegt haben. Es ist soweit. Es ist soweit. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jawohl. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, war das episch. Holy guacamole. Dieses Monster hat dann einen Ring gedroppt, mit dem wir anscheinend andere Monster kontrollieren konnten. Aber um ganz ehrlich zu sein, habe ich überhaupt nicht verstanden, wie es funktioniert hat. Zu Hause angekommen, wollte ich nochmal das Schockschwert ausprobieren und habe dabei aus Versehen meine Rüstungsständer komplett zerstört. Nun war es endlich soweit. Tag 100. Wir haben 100 Tage in den Betweenlands überlebt. Wir haben viele Gegner besiegt, viele Bossgegner besiegt, viele Items gefunden, viele Rüstungen gecraftet. Es war ein unglaubliches Abenteuer. Zu guter Letzt bin ich nochmal über meine Base geflogen und habe mir nochmal alles angeguckt. Ich muss wirklich sagen, ich war wirklich stolz auf diese Base.